Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge habe ich hier mit dem Bötchen übergesetzt, habe hier am Strand den Friedhof der Kuscheltiere entstehen lassen, wie man sieht, weil ich zum Desert, wie hieß es? Ne, ins Deseret Desert muss, hier unten hin, für diese Nebenquest Lichter über die Dünen. Da hat es komische Sichtungen gegeben und ich muss mir das jetzt angucken, grob zusammengefasst. Und auf geht's. Wenn ich nicht schon wieder kämpfen muss hier mit denen. Nein, muss ich nicht. Muss ich mal eben gucken, wie reite ich da am besten? Gute Frage, ne? Führt nicht so wirklich einen Weg hin. Ich kann hier so lang. Wobei, ist voll der Umweg. Was stimmt nicht mit dir? Ansonsten. Mist. Na, also da wird das Kamel schon nicht hochkommen, ne, im Leben nicht. Da sagt er, no, Sir. Ja, aber hier sieht doch schon wieder gut aus. Na? Jetzt kommt er natürlich nicht hier hoch. Jetzt nochmal. Und? Nö. Ja, moin. Als ob ich jetzt 1,8 Kilometer hier zu Fuß durch die Berge gehe. Ah, ja, hier geht's. Gucken, hier ist auch. Ach ja, da ist auch ein Stück Weg. Ja, wunderbar, da unten. Da unten ist das schon. Ich denke mal, diese rötliche Wüste ist dann das Deseret Desert, ja. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Okay, jetzt kommt natürlich ein Schneesturm. Sandsturm natürlich. Schneesturm wäre schon ein bisschen strange hier gerade. Das goldene Licht sein, von dem ich hörte? Was geht hier vor? Ja,
Das sind auf jeden Fall Schätze. Klettern. Oh. Ich werde gleich safe von so einem Blitz hier erschlagen, oder? Ja. Weißt du was? Wobei. Ne. Da geht's nicht rein. Ich glaube, ich kletter wieder hoch und reite da mit dem Kamel einfach rein. Ja, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Oh, komm, ey. Ja, zum Springen ist das aber zu tief. Boah, jetzt komme ich gar nicht mehr hier weg. Cool. So ein Mist. Ich darüber kommen. Ich versuche das jetzt einfach. Okay. Ja moin. War jetzt einfach so eine total dämliche Idee von mir. Ich dachte, mache ich einfach mal. So, dann reite ich jetzt von hier aus da rein. Ach Gott, was ist das? Was sind das für Männer? Verstanden. Tja, durch mein Abnippeln muss ich jetzt mal eben hier neu aufklären. Diese Soldaten entfesselt. Bleibt auch schön brav stehen die ganze Zeit. Cooler Typ, ey.
Wow. Ich guck mal ganz kurz hier. Nö, hier ist aber nix. Nein! Echt jetzt? Was sind das denn für Kobras gewesen? Okay. Ja, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass sie so stark sind. Jetzt doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Na dann, auf ein neues. Mich. Er könnte jetzt ein bisschen scheiße werden, dadurch, dass der dass ich brenne, wenn er mich trifft, wahrscheinlich. Deswegen kriegt er jetzt auch das Adrenalin. Ja, da sind wieder die Schlangen. Reicht da einer? Ja, ne? Okay, weiter geht's. Nein, der ist daneben gegangen. Echt jetzt? Ui. Kann klettern, okay. Ja, ihn hier kann ich rächen, aber ich gucke erstmal, dass ich hier die Aufgabe hinter mich bringe. Der wird ja da liegen bleiben, denke ich.
Wow. Ja, genau das. Oh, nee. Sind wieder Kobras. Okay, das ist noch irgend so ein Ding. Ich glaube, hier vorne die Tafel, die konnte man lesen. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Okay, Ort beendet, nur durchs Lesen. Alles klar. So, mal gucken, was hier geht. Antiken Mechanismus aktivieren, okay. Mein Bein! Hilf mir! Ach, da liegt ja einer. Ich sammle nur kurz hier, Bro. Was er zu sagen hat. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Leichen, die wie Soldaten aussahen, griffen mich an. Die habe ich auch getroffen. Was führt dich in diese Gegend? Ich suche nach der verschwundenen Armee von Kambyses. Das ist eine alte Legende. Tausende Männer gingen in einem Sandsturm verloren. Ich glaube, sie hatten viel Gold dabei. Als ich mich näherte, sah ich ein goldenes Licht. Endlich dachte ich, die Götter haben mich auserwählt, den Schatz der verschwundenen Armee zu finden. Bist du ein Abenteurer oder ein Grabräuber? Von etwas muss man leben. Ich trat ein und sah viele Leichen, seit Jahrhunderten tot. Und hinter ihnen ein leuchtendes Objekt. Ich griff danach und hörte plötzlich seltsame Geräusche. Also lud ich es schnell auf mein Kamel. Als auf einmal diese schrecklichen Soldaten angriffen. Das Tier ist einfach in die Wüste geflohen. Hier,
Ich bringe dich in Sicherheit. Nein. Du musst mein Kamel finden und mir das leuchtende Objekt bringen. Ich bin sicher, dass es die verschwundene Armee wieder erweckt hat. Ich finde heraus, was geschehen ist. Versteck dich lieber. Das ist ein Soldat. Könnte die Legende der verschwundenen Armee von Kambyses wahr sein? So, ein Kamel muss ich finden. Warte mal, hier oben kann man noch was machen. Ich bin der große Heerführer am Neher. Tod, der Herrscher der Ewigkeit, ist mit mir. Ich bin der große Gott in der Sonnenbarke. Ich kämpfte gegen die Nubier, ich nahm ihnen ihren am meisten verehrten Prinzen und behielt den Pygmäen als Trophäe. Männer weinen und Frauen wehklagen, denn ich weile nicht mehr in diesem Reich und segle ins nächste. Ja, schön. Ach, guck an, hier. Da haben wir noch was gefunden. Und das scheint dann irgendwie eine... irgendwo in der nächsten Kammer zu sein. Da komme ich von hier aus nicht ran. Mein Gott, diese Fackel, die blendet mehr, als dass die Licht spendet, ey. Gefühlt, oder? Ach, du liebe Zeit. Jetzt geht es wieder ab hier. Oh, oh, ein bisschen zu sehr. Okay, ich komme nicht weg. Shit. Ich versuch's mal so. Aber das wird hier eine ganz knappe Nummer. Munition ist leer. Fuck off. Wow. Puh, die Nummer war jetzt aber etwas knapper, du. Da steht mein Kamel einfach an der Höhle. Oh, da sind wieder Schlangen. Die bleiben immer auf derselben Stelle, insofern könnte ich versuchen, hier einfach so rauszuschlawinern. Einen Schatz habe ich. Whoa.
So. Dann hole ich mir jetzt das Kamel. Beziehungsweise. Ich stehe jetzt noch plätten. So, was ist das jetzt? Oh Mann, ey. Mein Kamel jetzt von mir weggerannt, weil ich gebrannt habe, oder was? Bisschen mehr Solidarität hier, bitte. Oh Mann, ey. Das kann ja nur noch Tage dauern, bis ich da diese 800 Meter überwunden habe und das Kamel gefunden habe. Wenn hier alle 2 Meter so ein Yogi steht. Lass mich raten, das Kamel ist da, wo der Lichtstrahl ist. Das war ja schwierig. Oh, da scheinen aber einige Gegner zu sein noch. Ich gehe mal davon aus, dass es Gegner sind, oder? Da ist das Kamel. Was machen die da? Kamelgrillen. Da ist es. Okay. Ich komme da nicht weg. Okay, jetzt muss ich hier gegen so eine Zombie-Armee kämpfen, oder was? Verteidige dich. Wieder zurückbringen und diesen Albtraum beenden.
Okay. Wow. RIP Kamel. Artefakt müssen wir jetzt wieder zum Grab zurückbringen, okay. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende jetzt erreicht. An dieser Stelle hier geht's dann mit dem Artefakt und dem Grab und den ganzen Homies, die da untot aus der Erde schlüpfen, weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und wenn ihr möchtet, bis zur nächsten Folge.